Beziehungsstörung. Sie tritt häufig nach schwerer emotionaler Verwahrlosung oder anderen grenzüberschreitenden Erfahrungen auf. Raya hat 2 Tage lang neben ihrer toten Mutter gesessen, bis die Nachbarn sie zu Hause gefunden haben. Kinder können froh sein, dass sie dich haben. Die Ergebnisse der Tests lassen mich eindeutig darauf schließen, dass Raya weder Empathie noch Ängste empfindet. Sie empfindet überhaupt nichts? Weißt du, wo der Cutter ist? Hast du auch Angst vor ihr? Bei ihr hat sich da drin was eingenistet, eine Wesenheit. Die muss man erst mal davon überzeugen zu gehen. Dieses böse Ding, ist das jetzt hier? Ja. Für sie ist da wirklich was? Ein erfundener Freund? Diese Frau da, die weiß, dass Raya krank ist. Deswegen sagt sie dir auch nur Dinge, die du hören willst. Sie muss weg. Und wer weiß, was sie noch getan hat. Von nun an beschützt Haus und Familie. Vor allem bösen Mächten dieser Welt. Wo ist der Kopf?